Hallo Klänger, hallo ihr Lieben. Ich hatte mir ja lange PUBG gewünscht, aber es war mir einfach zu teuer mit 30 Euro, weil ich weiß, dass ich die Art von Spiel nicht so regelmäßig, nicht so viel spielen werde. Und bei 30 Euro, wenn ich 30 Euro für ein Spiel ausgebe, dann sollten es schon mindestens 200 Stunden oder so werden. Aber die Leute von Epic Games Zugriff zulassen. Ja, so haben mir da einen großen Gefallen getan und haben einen PUBG für Arme gemacht. Ich habe schon mal zwei Runden gespielt, festgestellt, dass mir die Waffen hier bislang überhaupt nicht liegen, aber das lässt sich nur ändern, wenn ich spiele, wenn ich probiere, wenn ich lerne. Also werde ich. Ich war übrigens in den ersten zwei Spielen auch immer im letzten Drittel, immerhin. Also werde ich das spielen. Rettet die Welt 40% Battle Royale. Darum geht's mir. Oh. Kann ich den Charakter behalten? Wahrscheinlich nicht. Ne? Charakter ist bei hier bei Fortnite Battle Royale immer Zufall. Wahrscheinlich ändert sich das dann mal, wenn man Geld dafür ausgibt, dass man sich einen Charakter kaufen kann. Weil noch, Fortnite ist ja komplett kostenlos, finanziert sich also über ja, DLCs oder so. Und ich vermute mal, damit es kein Pay-to-Win wird, dass es rein optische Sachen sind und dann eben dazu auch gehört, dass man sich sozusagen seinen fixen Charakter kaufen kann. Inklusive schicken Sachen, Verhaltenskodex lesen. Ups. Announcing. Hat es natürlich eine Webseite geöffnet. Etwas ungeschickt für uns. Bestenliste, da bin ich natürlich nicht drauf. Logischerweise. Okay. Geh mal. Das ist global derzeit nicht verfügbar. Was bedeutet das? Warte mal, ich probiere mal Spielersuche. Ja, der hat jetzt auch ein großes Update gemacht, bevor ich überhaupt spielen konnte. Erst den Epic Launcher und dann nochmal Fortnite selbst. Bitte, ich glaube, 1,5 GB. Spieler in der Warteschlange, 217. 7 Sekunden. Also, es sollte schnell gehen in so meinem Spiel. Und wie gesagt, erwartet nicht zu viel. Ich habe mich sehr schwer getan damit. Ich habe außerdem einen schlechten Kopfhörer und eine Maus, bei der der mittlere Mausbutton nicht besonders gut läuft. Ah, jetzt guck mal an, ich habe tatsächlich nicht. Ja, das ist genau, wir sind in der Lobby. Denke ich mal. 92, 93, 94. Ja, also die Spieler kommen noch dazu. Mal ausprobieren. Ja, mit Steuerung. Schlachtenbus startet in 5 Sekunden. Ich meine, der große Unterschied zu PUBG ist auf jeden Fall schon mal, so, dass man naturgemäß hier diese Comic-Optik hat. Vom Thema her gefällt mir da die Optik von PUBG besser, weil dass das Ganze irgendwie realistischer erscheinen lässt. Die Waffen sind, wie gesagt, auch nicht gerade sehr realistisch, was mir Probleme gemacht hat. So, ich wollte hier raus. Und dann möglichst weit dahinter. Das weiß ich natürlich nicht. Ah, so geht's. Okay. So komme ich weiter vor. Da haben sich schon die ersten gekillt. Warte.
Da oben turnt einer rum. Hoffentlich erschießt er mich nicht gleich in der Luft. Wäre etwas peinlich für mich. Mal schaffe ich es vielleicht dahin. Okay, wir haben schon mal eine etwas geschicktere Waffe. Und schauen wir mal auf die Karte. Habe ich hier schon Informationen? Pleasant Park, da müssten wir gerade sein. So, und jetzt weiß ich auch, wo ich hin muss. Zum Dusty Depot. Huch, was war das? So schnell war ich noch nie tot, aber ich hätte jetzt leider gerne gesehen, dass das bei der Leos hier, der hat mich mit einer Sniper erwischt, das ist gut. Das heißt, mein schlechtes Gewissen hält sich in Grenzen. Okay, ich muss zur Lobby zurück, sonst wird es zu langweilig. Das ist interessant, dass ich hier jetzt anscheinend einen fixierten Charakter habe. Aber nicht im Spiel. Hängt das vielleicht unten mit global zusammen? Sie gefällt mir als Charakter sogar ziemlich gut. Musik ist auch nicht schlecht. Schickes Auto. Aber das ist auch so ein kleiner Unterschied. Ich glaube, die Autos laufen in dem Spiel alle nicht. Und was eben auch ist, man kann so hochspringen. Ich würde sagen, ich versuche dann wieder in die Ecke zu kommen. Die war gar nicht so übel. Auf der anderen Seite hatte ich natürlich bei den ersten Malen ziemliches Glück damit. Springen! Hallo? Jetzt nimmt er mir die Leertaste nicht an. Überhaupt die ganze Tastatur irgendwie nicht. Jetzt. So, man geht, die Frau geht mit dem Hängegleiter, da ist einer. Das heißt, ich gehe woanders hin. Die Hütte da scheint mir gut zu sein. So, und wir sind bewaffnet. Schau ich mal, ob ich in der Hütte da oben was finde. Verbannt, das nehmen wir gerne an. So, ich denke, jetzt werde ich dann so langsam aufpassen müssen. Ich renne in die falsche Richtung. Auch da ist was drin. Ich danke. Ah, da war nur Holz drin.
Was will ich denn mit zwei Schrotflinten? Wie kann ich die fallen lassen? Ist ein Sniper-Turm. Ich sollte aufpassen. Ein Sniper-Turm. Ich habe hier jetzt natürlich nur eine Nahkampfwaffe. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss hier offensichtlich durch. Was haben wir hier? Eine Maschinenpistole? Nee, eine normale Pistole. Ja, die Schrotflinte scheint recht beliebt zu sein. Aktuell sieht es noch ganz gut aus. Haben eine ganze Minute. Irgendwas ist was passiert. Iron Surge hat Storm ZZZ in die Luft gejagt. Oh. Ich höre Knallereien. Ah, seht ihr, da ist das mit der Schrotflinte. Ich hatte praktisch das Gefühl, ich habe gar nichts bewirkt bei ihr. Aber wenn das da unten ihr Dings ist, dann könnte es natürlich sein, dass ich etwas Schaden bewirkt habe. Okay. Ich hoffe, das bessert sich. Aber wie ich es gesagt habe, ich muss das Spiel ein paar Mal spielen, bevor ich überhaupt eine Chance habe, die Systeme richtig zu verstehen. Die Gegend kennenzulernen und alles. Warte mal, was haben wir denn hier? Werte. Klar, Siegelplätze und Plätze in Top 25 habe ich alle noch nicht. Gespielte Matches 1, das hat er also zurückgesetzt. Wieso eigentlich? Aha. Warte mal, F3. Wie macht man denn sowas? Gut, das geht nicht. Geht das jetzt nur in dem Modus nicht, in der Lobby nicht, oder geht das generell nicht? Und wir sind wieder im Bus. Und Absprungmöglichkeit. Im Grunde genommen ist man ja eigentlich immer ganz gut bedient. So, da stehen ein Haufen Autos.
glaube, der Hängegleiter geht automatisch. Ich habe jetzt trotzdem benutzt. Taktische Schrotflinte macht was? Scheint auf jeden Fall eine bessere Waffe zu sein. Immer das Gefühl, meine Waffen richten überhaupt nichts aus. Immer. Gut, ich habe jetzt gesehen, dass ich die Dings eingerissen habe. Ja, besonders gut geht es dem natürlich auch nicht mehr, also habe ich ihn ein paar Mal erwischt. Andere auch. In dem Gefängnis war offensichtlich ziemlich viel los. Gefängnis war es nicht, was war anders? Also gehen wir mal rein, gucken wir mal weiter. Suche nach Fernrohrmultiplikator. Spieler haben sich ein Gebäude verschanzt. Reiß es doch einfach ein. Ja, stimmt. Das geht in dem Spiel natürlich. Schöne Aussicht hier. Schlachtenbus startet in 8 Sekunden an. Also Doppeljump ist schon mal nicht drin. Ah, man kommt immer von anderen Seiten runter. Gut, ich will da lang. Ah, sehr schön. Schauen wir mal, wenn wir Glück haben. So viel zum Thema Glück. Nationalpark. Das ist ganz schlecht. Ich sehe da hinten jemanden. Ich bezweifle aber, dass die sich jetzt auf die Jagd nach uns machen. Hey, verflixt. Ich werde doch wohl irgendwas finden. Okay, wir
sind hier dann noch in einer relativ sicheren Safe Zone. Wir müssen nicht allzu weit weg. Da war doch noch eine Hütte. Wo ist die andere Hütte jetzt? Eine Waffe. Mehr als eine Waffe. Schau mal in die Hütte da hoch. Warum zeigt er mir ab und zu dieses Zielsymbol an? Zeigt er mir damit an, dass da andere Leute sind? Ein Sniper. Ne, kein Sniper, nur ein Gewehr. Und die war da am Industrieteil, das ich versucht habe, da rauszukriegen. Ach, verflixt. Okay, Platzierung ist 43. Also ich bin deutlich schlechter als bei den ersten Mal. Okay. So, ich würde sagen, eine Runde mache ich noch und dann sage ich, das war jetzt mal erstmal für diese Folge. Wenn die mit dem Gewehr geschossen hat, dann hätte ich mit meiner Schrotflinte und meiner Pistole vermutlich keine Chance gehabt. Nicht gerade die Waffen, mit denen man gut auf Entfernung schießen kann. Das ist gar nicht so übel. Ein bisschen was lernen dabei. So, wir sind hier direkt über dem Wald, wo ich gerade schon war. Und der war ja nun taktisch gar nicht so geschickt. Versuch's mal darüber. Also im Wasser möchte ich natürlich nicht landen. Versuchen wir es da mal auf dem Dach.
Macht die dann noch irgendwas Schrotiges? Das ist mehr mein Ding. Zeig die mal. Na, die scheint gar nicht so schlecht zu sein. So, das ist ein guter Spot hier. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass ich hier nicht lange alleine bin. Sehr schön. Gleich bin ich weg vom Fenster. Ah ja, die Waffe war ziemlich gut. Die hätte ich vielleicht vorher benutzen sollen. Gut, aber damit war es das jetzt erstmal für mich. Platzierung 57, das ist natürlich echt mies. Nee, nichts Spieler melden, der hat absolut fair gekämpft. Und damit sage ich erstmal Tschüss und bis bald, bis hoffentlich eine Folge, wo ich nicht so versage.